Da sind wir. Schönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, mit dem Blick in die Märkte zum Wochenstart. Wir sehen es in der Überschrift geschrieben. Der DAX zieht zum Allzeithoch. Es sieht sehr, sehr bullisch aus, wie hier der Markt am Montag in die Woche startet. Der Nikkei kommt aufgrund von guten Wirtschaftsdaten auch ordentlich unter Druck von unten und schiebt sich erstmals über die Marke von 30.000 Punkten. Also was heißt erstmals, seit sehr, sehr langer Zeit sozusagen. Er stand ja schon mal viel, viel höher, aber damit sehen wir, dass der Markt gerade sehr, sehr gute Nachrichten auch ordentlich spielt. Und da ist Bums im Karton. Und deswegen schauen wir heute mal neben dem, was ich im Research am Sonntag auch veröffentlicht habe. Da hatte ich auf das Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen meinen Fokus gelegt, weil es sehr, sehr interessant ausschaut. Schöne Konstellation dort wieder. Und da sind wir im Währungsbereich unterwegs. Dann schauen wir definitiv jetzt mal auf den DAX an dieser Stelle. Ja, und dann natürlich noch in den Währungen weiter, der ein oder andere Wunschmarkt. Und wir blicken nochmal auf US-Dollar, Schweizer Franken. Das also hier zum Montagsstart. Ich hoffe, da passt soweit alles. Ich sehe gerade auch hier an dieser Stelle in Facebook ist auch alles im grünen Bereich. Zoom scheint auch zu funktionieren. Also, da freue ich mich sehr drüber. Und wie schon gesagt, wer den ein oder anderen Wunschmarkt auf der Agenda hat, gerne rein in die Chats auf Zoom oder Facebook. Sie wissen ja, wie es geht. Ich freue mich drauf. Also, wir legen los hier. Wie immer zunächst mit dem Blick auf den Risikohinweis. Ich bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das hätten wir. Und danach kommen wir zur riesen Latte an Nachrichten für den heutigen Morgen. Da gibt es eigentlich überhaupt nichts zu sagen. China hat Feiertag, USA hat Feiertag. China geht noch ein bisschen länger. Aber dadurch, dass heute China und die USA fehlt, ist der Handel dünner als normal. Das heißt, morgen geht es dann erst wieder deutlich besser los. Und wenn China dann auch wieder zurück ist nach dem Frühlingsfest, dann natürlich an dieser Stelle wieder mit allen Marktteilnehmern, wie das Ganze entsprechend auch gewohnt ist. Also, Nachrichten sind schnell durch und wir können da an dieser Stelle jetzt quasi direkt fortschreiten mit dem Blick in die Charts. Und ich mache es hier an dieser Stelle wie immer das Bild entsprechend groß, dass wir sehr schön reinschauen können in die Charts an dieser Stelle. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz schauen. Bildschirm groß war gut. Ha, was ist hier los? Man sieht meinen Bildschirm nicht mehr. Na, das ist ja ein Ding. Moment, kleinen Augenblick, das kriegen wir alles auch hin. Ich glaube, der hat auch gerade entsprechend in der Übertragung hier gefehlt. Moment, Moment, Moment. Das kriegen wir hin. Jetzt muss ich nur mal schauen, welcher Bildschirm es ist. Den wollen wir sehen. Jawohl, ja. So. Jetzt muss ich den nur mal anschalten. Da ist er da. Und in Zoom. Sorry für die Verschiebung hier. Die Technik. Alles klar. Du änderst nichts am System und der Computer macht was Neues. Wird nie langweilig an dieser Stelle. Jetzt aber der Blick entsprechend rein in das, was wir hier sehen wollen. Das heißt an dieser Stelle, japanisches Yen haben wir da. Aber ich habe es gesagt, der DAX, und den nehmen wir uns heute auch mal kräftig mit unter die Lupe. Zuvor möchte ich allerdings wirklich erst einmal das Währungspaar japanischer Yen, US-Dollar hier, US-Dollar, japanischer Yen, so rum, deutlich, deutlich mal ins Visier mit reinnehmen. Und zwar das, was ich hier an dieser Stelle halt einfach sehen möchte, ist die Tatsache, Moment, mal gucken, ob wir die Leiste verschieben können hier. So, alles klar. Der Yen sieht extrem interessant aus im Moment. Und zwar aufgrund der aktuellen Situation, die wir hier sind. Denn hier fließen ein paar Sachen zusammen. Ich hatte ja in der letzten Woche schon das ein oder andere Mal erwähnt, was wir hier in den Märkten momentan sehen und dass wir möglicherweise jetzt in wieder Bereiche reinlaufen, in denen es relativ zügig wieder in andere Richtungen laufen könnte. Das macht die Phasen ein bisschen tricky, aber wir haben halt gute Chancen, ja, und das ist halt der Punkt. Wenn wir uns mal hier einfach nur den Chart anschauen wollen vom japanischen Yen, dann sehen wir hier sehr, sehr schön, schaut mal,
einen Aufwärtstrend. Hier schön grün markiert. Sehr, sehr schön. Alles gut zu sehen an dieser Stelle. Und dieser Aufwärtstrend hat hier in der vergangenen Handelswoche hier unten die Umkehrsituation angefangen. Und am Freitag ging es dann raus aus der Umkehrsituation zur Oberseite hin bis auf die Marke von 106,18 in etwa oben rein. Und hier bleibt es jetzt sehr, sehr interessant zu sehen, denn wir haben hier zwei Konstellationen drinnen. Die erste Konstellation war der starke Schub nach oben innerhalb des Aufwärtstrends in dieses Widerstandsband oben rein, um die 105,70. Dann der deutliche Abverkauf und der war hier schon sehr, sehr, sehr dynamisch. Ist eigentlich ungewöhnlich in einem starken Aufwärtstrend, dass man so einen dynamischen Rutsch sieht, aber in dem Chart hat man immer mal so lange Kerzen. Es ist jetzt halt die Frage, wie geht das Ganze weiter? Wenn wir uns mal dieses Bild hier betrachten im Aufwärtstrend, war es einfach nur ein schneller Verlauf der Korrektur. Und das Gute ist, wir sind in dem planbaren Bereich hier ums alte Ausbruchslevel direkt wieder hochgelaufen. Das ist sehr, sehr schön zu sehen, was wir hier haben. Und das zeigt uns halt von hier unten raus, sehr, sehr schöne Entry-Möglichkeit. Erst einmal der nächste Punkt zur Spekulation. Trendfortsetzung, natürlich Anlaufpunkt. Hier oben Widerstand 105,70 beziehungsweise entsprechend das Hoch, was wir dort gehabt haben. Da muss ich mal kurz schauen. Bei 105,77 haben wir das hier oben gehabt. Dort oben drinnen war das Hoch entsprechend. Und da gilt es jetzt natürlich zu sagen, das ist jetzt natürlich der Trend läuft, solange wie der Trend läuft. Das heißt, nächster Anlaufpunkt auf der Oberseite hier mit Blick in den Tageschart zunächst erstmal das Zwischenhoch hier. Und danach können wir uns auf die höheren Level beziehen. Das heißt, wenn wir uns mal diesen Abwärtsschwung hier anschauen aus dem Abwärtstrend, den wir hier auch gehabt haben, nach der 105,70, nächstes Anlauflevel hier, die Marke um die 106,10 bzw. hier oben dieser Drehbereich um das Level von 107 japanischen Yen. Durchaus interessant, durchaus auch das Potenzial, dort oben reinzulaufen. Das ist die Long-Geschichte, das ist das Mittelfristige, wenn es zur Trendfortsetzung kommt, alles okay und momentan spricht überhaupt nichts gegen dieses Setup. So. Jetzt mache ich mal einen Punkt und dann fange ich mit dem Aber an. Und jetzt kommt das Aber. Und das Aber sieht so aus, dass wir hier entsprechend möglicherweise erst einmal schauen müssen, schaffen wir es überhaupt hier oben drüber oder drehen wir hier schon rum? Und da gehen wir jetzt alle mal zusammen mal eine Zeiteinheit tiefer rein und schauen uns das Ganze mal an. Denn wenn wir uns mal sehen, wie diese starke Abwärtsdynamik hier nach unten gelaufen ist, dann sind wir halt deutlich stark zur Unterseite reingelaufen. Hier, ich zeige es euch mal an. Schaut mal hier. Das hier ist der dynamische Schub nach unten. Das hier die trendige Korrektur zur Oberseite hin. Und das ist jetzt der Drehbereich, wo es echt sehr, sehr, sehr interessant wird, mal ganz genau hinzuschauen. Denn, und jetzt kommt das große Denn, wir schnuppern hier schon oben drüber. Das heißt, hier sind wir mal definitiv momentan in dem Thema Trendfortsetzung. Jetzt haben wir hier allerdings diesen Kanal. Ich habe versucht, den mal so ein bisschen zu skizzieren hier. Dieser Kanal ist mit Bezug auf diesen Schub nach unten natürlich ein Aufwärtstrendkanal und die Korrektur dieser massiven starken Abwärtsbewegung. Der ein oder andere wird sich jetzt sagen, na gut, wir haben ja hier unten, wie es die Software auch anzeigt, das kleine Zwischenhoch gehabt, dann den Schub nach unten und dann ging es nach oben. Ja, ganz klar. Und das ist das, was das Ganze immer so ein bisschen tricky macht. Das ist wieder genau sowas. Eigentlich ist hier in dieser Seitwärtsphase nicht wirklich was passiert. Wir sind hier runtergelaufen. Ja, das sind alles nur Spikes. Da gab es kein Close unterhalb dieses Tiefs. Das ist alles nur kurz gelupft und dann lief der Markt nach oben. Das heißt, was wir hier sehen, ist jetzt die Gegenbewegung zu diesem massiven Abwärtsschub. Auf Tagesbasis natürlich der Bewegungsarm, der nach oben läuft, aber für diejenigen, die sich kurzfristig nach unten auf die Lauer legen wollen, ne? Also für diejenigen, für die Long-Seite, der optimale Einstieg, der ist schon gelaufen, der lief hier. Na, hier, da wo der Trend nach oben entstanden ist, also als wir sozusagen hier von unten nach oben rausgekommen sind, Moment, hier haben wir es. So, also hier drüben die Situation, als dieser Aufwärtstrend entstanden ist, das war der Top-Entry, jetzt läuft man hinterher. Na, da hätte man hier unten reingehen müssen. Wenn man das dann hat, dann muss man die 15 Minuten wählen, aus der Korrektur der 15 Minuten dann den Einstieg wählen. Das Ding ist Geschichte, aber für die Trader, die sich sagen, okay, wir sind jetzt auch hier oben jetzt noch nicht reingekommen. Wir wollen halt einfach mal schauen, ob wir die Unterseite bedienen können, weil der Markt auch nach unten drehen könnte, falls wir hier oben irgendwann Schwäche reinbekommen.
Da gibt es zwei Sachen, die wir durchaus in Beachtung ziehen können oder beziehungsweise eigentlich sind es drei Sachen. Nummer eins, nächster Anlaufpunkt, müssen wir mal schauen, wie es hier aussieht. Wenn hier Absicherungsorders von Shorthändlern liegen, drückt es den laufenden Trend natürlich weiter nach oben. Gleiches hier oben am Zwischenhoch, also die zwei Marken um die 105,33 und 105,67, das sind die Hochs. Das sind die Marker, da wird es interessant. Kommt dort Verkaufsdruck auf, sieht es eher so aus, als wenn wir hier eine Abwärtsphase bekommen. Sollten wir die bekommen, können wir uns schön auf der Unterseite orientieren. Aktuell ist das natürlich hier im Kleinen und im Großen mit ein paar Anlaufpunkten zu sehen. Das heißt, Nummer eins, wenn wir das mal schauen wollen, hier, schaut mal, sollten wir jetzt hier unten drunter fallen, unter das Zwischentief bei knapp, was haben wir da, 104, 89, ist dieser Trend erstmal passé. Aus jetziger Sicht, ne? Das Bild schreibt sich natürlich fort, wenn wir den Trend nach oben laufen sehen, wäre das das eine. Interessant immer zu sehen, was passiert an diesen Verkaufsbereichen. Kommt dort Kaufdruck rein, sieht es eher so aus nach Trendfortsetzung auf Tagesbasis. Wird hier aber geschwächelt, dann sollte man die Unterseite drin haben und kommt dann vielleicht an einem Abprall von oben ein Stück weit nach unten rein. Und dann können wir natürlich planen, wo es hingeht, ne? Und die Anlaufpunkte hier, ich schreibe es einfach mal kurz fort. Das Auffanglevel hier unten um die Marke von 104, knapp 55. Dann haben wir hier die 144, dieser größere Drehbereich. Und dann können wir uns schon unten auf die tieferen Swinglows dieses schönen Aufwärtsarm setzen hier. Und das wären dann die Marken um die 104,17 und 103,60. Das ist das, was wir hier haben auf dem Weg zu 103,33. Das ist das kleine Tief hier unten gewesen. Das ist das, was wir hier durchaus auf der Unterseite haben. Ja, hier an dieser Stelle das Ganze schön zur Unterseite zu sehen. Aber wir müssen einfach schauen, wie es hier weitergeht. Denn wir haben beide Dinge auf der Uhr und beides kann durchaus potenziell sehr gut nach oben laufen. Bei diesem bitte immer unbedingt darauf achten, die USA ist heute nicht im Handel dabei und aus diesem Grund könnte es ein bisschen dünner werden. Mal schauen, ob wir morgen hier die Unterseite wieder sehen. Das wird spannend. Das ist auf alle Fälle etwas, da kann man heute bei dünnerem Handel durchaus partizipieren. Auf der Oberseite, wenn hier nochmal richtig deutlich Druck reinkommt, ansonsten eher die Unterseite nehmen. Und übrigens für diejenigen, die sich sagen, gut, wir wollen diesen kleineren Trend hier hochtreten, also der aktuelle in den 4 Stunden, alles easy nehmen, geht in die kleinen Zeiteinheiten rein, nehmt euch den Trend raus, den Trendverlauf an dieser Stelle und lasst einfach aus den Korrekturen heraus die Trades eröffnen. Das heißt, Korrektur hier unten rein, schaut mal, hier unten kam der Trendwechsel, zack, schön ging es nach oben. Das kann man immer wieder sehr schön sehen. Das sind dann Anhaltspunkte, 5 Minuten, 15 Minuten. Das ist eigener Geschmack, wie es sein soll. Das ist sehr, sehr interessant. Und wir sehen halt auch in den 15 Minuten, dass dieser Bereich hier um das Hoch bei 105,18, schaut mal hier im Kleinen, das war hier der Unterstützungsbereich. Da wurde er zum Widerstand, als wir runtergelaufen sind. Hier sind wir abgeprallt. Jetzt wird es interessant, wie es hier weitergeht. Wenn dort schon Schwäche reinkommt, dann heißt das relativ viel. Da muss man sehen, wie es hier geht. Aktuell haben wir das noch nicht. Aber hinschauen ist dort wirklich ganz, ganz klar entsprechend die Devise. Das ist der Blick in den US-Dollar, japanischen Yen. Wir bleiben noch bei den Währungen und auch hier gehe ich nochmal auf eine US-Dollar-Währung ein, also auf eine Währung mit dem Schweizer Franken. US-Dollar, Schweizer Franken haben wir hier, denn auch hier ist relativ interessant, was wir sehen. Da gehe ich noch mal ganz kurz in den Tagesschart auch rein. Hier sind noch sehr, sehr viele Linien mit drinnen. Ich lösche mal kurz ein paar raus, die wir hier nicht so zwangsweise brauchen. Aber ein paar brauchen wir schon. Das heißt, an dieser Stelle müssen wir einfach konstatieren, hier oben hatten wir auf der Tagesbasis ganz grob um die, was haben wir liegen, 100, um die 0,90, ein paar in der 40. Ich muss heute ein bisschen komisch gucken, weil der Bildschirm schlecht eingestellt ist. Das ist jetzt interessant zu sehen, denn wir sind hier in diesem Rutsch zur Unterseite hin unter diesen Supportbereich gelaufen und können uns hier von dieser Marke momentan relativ schlecht lösen, ne? Wir sind runtergelaufen, kommen aber noch nicht so richtig rüber. Fallen wir jetzt durch die Unterseite durch, also hier unten drunter durch, dann ist die Wahrscheinlichkeit erstmal da, dass wir hier auch auf Tagesbasis eine Abwärtstrenddynamik bekommen, die uns dann durchaus erstmal hier unten in diesem tieferen Bereich um die Marke von 0,89, was haben wir da hinten?
48, 49 runterbringen kann. Und das sehen wir sehr, sehr schön auch im Verlauf der Stunde bzw. des 4-Stunden-Charts an dieser Stelle. Schaut mal hier, wir haben hier den intakten Abwärtstrend am Laufen. Ich mache den mal ganz kurz rein hier an dieser Stelle. Schaut mal hier, das ist der intakte Abwärtstrend. Das ist die kleine korrektive Gegenbewegung. Und da sehen wir, der Markt kämpft schon ziemlich hier mit der Marke von 0,8920, das ist dieser große, große Drehbereich. Verliert er dieses Rennen, ja, dann ist es tatsächlich so, Kurse unterhalb dieses Tiefs bei 0,8890 hier unten, das ist dann wirklich das Zeichen, dass der Markt runter möchte und das ist dann halt auch genau der Punkt, der dann den Trend nach unten hin fortsetzt. Ne? Also hier, das, was wir hier sehen, ist die korrektive Phase und wenn es dann nach unten durchläuft, dann haben wir diesen Trend aktiv weiter fortgesetzt und dann haben wir halt die Anlaufpunkte auf der Unterseite liegen und das kann man im kurzfristigen Bereich durchaus gut und gerne zum Anlaufen nehmen, nämlich hier unten dieser Drehbereich hier um die Marke von 88, 73, 74, 75 rum und dann hier das nächste Zwischentief unten knapp bei 88, 56, das ist das Tief und dann kommt der Support, den wir hier liegen haben und das ist das, wo wir gut und gerne von oben rauskommen können und was dann auch als Potenzial da ist. Ne? Wenn wir einfach nur mal ausmessen wollen, was hier von oben nach unten auch gekommen ist, ich lege das mal einfach kurz hier drauf, kurzen Augenblick, so, jetzt habe ich getroffen. Schaut mal, wenn ich das hier unten dran spiegle, ich glaube, man kann es schlecht sehen, ich mache mal eine andere Farbe, dann sehen wir mal, wo alleine das Potenzial aus dieser Bewegung nach oben hin liegt. Und da laufen wir halt schon unten in diesen größeren Drehbereich hier rein. Das ist interessant im US-Dollar, Schweizer Franken, wenn wir hier unten drunter durchlaufen. Das heißt, hier auch sehr, sehr schön zu sehen, das, was wir hier haben, ist der 4-Stunden-Chart. Wenn wir jetzt mal kurz in die 15 Minuten reingehen, dann sehen wir auch hier, was los ist. Wir sind nach unten gelaufen, hier wurde es ein bisschen hässlich, fallen wir jetzt unten drunter durch hier, bildet sich ein weiterer Abwärtstrend hier, also das ist mal die Phase hier, wenn wir dann hier aus dieser blauen Phase wieder nach unten in einen Abwärtstrend reinlaufen, dann haben wir wieder einen aktiven Abwärtstrend in den 15 Minuten und der hat dann die Wende, den Wendecharakter und das ist schön entsprechend zu sehen, wenn die Shortseite reingeht. Für diejenigen, die sich sagen, na, ich traue dem Frieden doch noch nicht ganz, ja, das ist ganz korrekt und das ist was ganz Natürliches in diesen Wendeformationen drinnen, denn diese Wendeformationen sind dafür da oder dafür bekannt, dass es durchaus auch ganz anders laufen kann. Und das ist das, was wir hier sehen. Schaut mal, wenn wir jetzt hier keine Abwärtsphase bekommen, nicht hier drunter laufen, sondern wir jetzt das hier tun, dann sind wir hier rein von der Verortung her in der Lage, ab diesem Punkt hier einen kleinen Aufwärtstrend zu schieben. Und der hat dann die Chance, hier drüber zu laufen. Und schon haben wir die Sache der Ausdehnung, der Gegenbewegung zur Oberseite hin im kleinsten Bereich. Und wenn wir das dann mal auf die 4 Stunden sehen, dann sehen wir hier halt ganz klar auch den Charakter, dass der Markt sich hier für eine Ausweitung nach oben hin ausgibt. Und auch da haben wir hier bei Kursen oberhalb dieses Zwischenhochs um die Marke von 0,8940 den Weg dann erstmal offen bis hier oben rein, um die 0,8984. Also das ist interessant und das kommt halt aus dieser kleinen Drehbewegung unten raus. Und das ist wirklich das tatsächlich Interessante. Und das, was ich gerade im 15-Minuten-Chart anvisiert hatte an dieser Stelle, das ist das, was wir hier dann entsprechend sehen. Das heißt, wenn wir hier aus diesem kleinen Mini-Verlauf dann hier, das war ja der Mini-Verlauf, ist dann der hier, das hier rauskriegen nach oben hin, dann haben wir die Ausweitung, dann haben wir den Trend und das entsteht jetzt halt hier unten. Deswegen da unten ganz genau hinschauen, auf die Lauer legen quasi, wer das in dem Kleinen traden möchte und dann die Chancen entsprechend nutzen. Das ist der Blick in US-Dollar, Schweizer Franken. Und bevor wir jetzt zum DAX gehen, noch kurz entsprechend hier die Bitte, wer einen Wunschmarkt auf der Uhr hat, einfach rein hier an dieser Stelle und damit, ja, geht es weiter. Öl haben wir kurz schon als Anfrage bekommen, völlig außer Kontrolle, finde ich nicht, ist einfach ein Trend, ne? Das ist ganz normal, was wir hier sehen. Über die Gründe lässt sich spekulieren, aber wenn die Marktteilnehmer der Meinung sind, die ein oder andere Richtung zu betreiben, warum denn nicht? Ne? Es ist einfach so. Das ist wichtig, dass man sich da keine Meinung bildet und nicht sagt, okay, der Markt ist hier verrückt geworden, sondern tradet einfach das, was der Markt macht.
und gut ist. Und auch wenn es Übertreibungen gibt, das ist dann Thema Risiko-Money-Management. Ja? Das muss ins Money-Management gezogen werden. Das eine ist der Chart, das andere ist die Sache, wie man mit dem Chart entsprechend umgeht. Und mit dem Thema Chart umgehen schalte ich jetzt mal um in den DAX. Und den haben wir hier. Und hier sehen wir, was wir letzte Woche schon avisiert hatten, wo wir gesagt haben, wenn wir hier tatsächlich ein höheres Zwischentief sehen, haben wir eine Chance, einen kleinen Aufwärtstrend zu machen. Und der hat dann, und diese Marker sind ja hier auch noch drin, das ist ja auch immer das Schöne, der hat dann tatsächlich die Chance, diese alten Widerstandsbereiche raufzunehmen. Und das ist dann halt immer wirklich so der Punkt. Diese alten Widerstandsbereiche in den Charts, die zeige ich ja nicht einfach so ein, weil ich Langeweile habe, sondern das sind halt Marker, wo Händler aktive Orders häufig liegen haben. Und die bringen dann den Druck in die eine oder andere Richtung. Und wenn wir halt in einem Aufwärtstrend verortet sind, dann muss man halt als Händler auch wissen, was an diesen Stellen für Orders liegen, aus welchem Grund die dort liegen und was an diesen Stellen sozusagen passieren kann. Und das ist genau das, was auch hier wieder passiert ist. Wir haben jetzt untergeordnet den Aufwärtstrend da. Wir sind jetzt hier in den Bewegungsarm reingelaufen. Moment, ich zeige das mal kurz an hier mit dem kleineren Zeitraum. Schaut es hier, das war der erste Schub nach oben. Hier oben der Move, die Korrektur und dann die Trendentstehung. Das ist all das, was jetzt kommt. Und nun sind wir hier tatsächlich auf dem Weg zum Allzeithoch. Das haben wir hier oben liegen bei 14.189 Zählern. Wir sind jetzt kurz vor Handelseröffnung. In 7 Minuten ist der Markt offen. Und hier wird es jetzt wirklich sehr, sehr interessant, wie wir in die neue Handelswoche reingehen. Ja, ich weiß, hier oben haben wir einen sehr, sehr, sag ich mal, komischen Verlauf von der Unterseite rein, hier ansteigend und hier so ein bisschen seitwärts getrieben, aber wir befinden uns damit momentan noch über dem Hoch, was wir hier drüben gehabt haben, über der 14.134er Marke in diesem Drehbereich rum. Da wackelt der Markt immer mal so ein bisschen hin und her. Wir haben da oben jetzt sozusagen ein Dreieck liegen, und dieses Dreieck ist hier an dieser Stelle mehr oder weniger die bullische Konsolidierung, auch wenn es schon sehr, sehr spitz zugelaufen ist hier oben rein und es jederzeit zum nachhaltigen Ausbruch nach unten erstmal kommen kann. Wir haben die Chance, oben rauf zu laufen und das ist sehr, sehr interessant. Und für diejenigen, die das jetzt im Kleinsten interessiert, die sich sagen, naja, also als wir das letzte Mal auf dem Allzeithoch draufgelaufen sind, gab es direkt dann einen ordentlichen Abverkauf. Warum soll man das sich jetzt nicht anschauen und gucken, was hier passiert? Und das ist ja genau das, wo ich sage, ja, unbedingt bitte machen, bitte ganz genau hinschauen, was passiert hier oben am Allzeithoch. Bekommen wir hier Kaufdruck rein, dann bitte gerne auf der Long-Seite kurzfristig reinpacken. Da nimmt man sich einen kleinen Trend, beispielsweise den 15-Minuten-Trend, und wenn der bricht, dann zieht man halt über den Minuten-Trend, also über den Minuten-Chart, das Trailing nach unten durch und sucht sich die Anlaufpunkte zur Unterseite. Und das machen wir jetzt einfach mal kurz in der Planung, indem wir uns mal einfach hier den letzten Bewegungsarm auch anschauen und dann gehen wir mal rein in die 15 Minuten und da sieht man hier, schaut mal, das ist der letzte Bewegungsarm nach oben hier an dieser Stelle, ne? Hier ist er drinnen, Moment, also das kommt quasi hier oben raus, das ist der Arm und wer es klein haben möchte und das ist das, was wir brauchen, das ist genau das hier an dieser Stelle, ne? Und hier sehen wir halt auch ganz, ganz klar, der Punkt, den wir unten drinnen liegen haben, hier, dieses kleine Zwischentief, das ist der Bereich, wenn wir hier drunter fallen, dann haben wir hier, also wenn wir jetzt direkt drunter fallen würden, ne, dann haben wir hier die Situation, dass wir nicht wirklich ein höheres Hoch haben. Und wenn wir dann drunter fallen, haben wir einen kleinen Abwärtstrend und dann können wir entsprechend die Unterseite auch mit ins Visier nehmen und die Marker, die wir dann haben, einfach kurz und knapp die Zwischenlows mit anvisieren für die entsprechende zeitliche Planung. Die haben wir dann da und da haben wir hier beispielsweise Marken um die 14.073, 14.027 hier den Drehbereich, dann die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten und hier unten dieses kleine Swinglow bei 13.977. Also wenn wir hier tatsächlich wieder einen nachhaltigen Abprall bekommen sollten und ich sage das mit Absicht, sollten, die Märkte sind momentan sehr, sehr stark, dann haben wir ein paar sehr schöne Anlaufpunkte auf der Unterseite. Ansonsten heißt das jetzt einfach Trendfortsetzung hier im Kleinen, vom Kleinen ins Größere rein. Und wenn das Allzeithoch hier oben bei diesen 14.189 Zählern tatsächlich gekauft wird, hat dieser Trend tatsächlich die Chance, auch noch deutlich weit nach oben zu laufen. Also das bleibt wirklich
Sehr, sehr spannend, was hier oben passiert, wie es die Märkte schiebt. Wie schon gesagt, die Wirtschaftsdaten aus Übersee, die waren relativ gut. Deswegen auch der Nikkei hier. Ich gehe mal ganz kurz auf den Nikkei drauf. JP225 haben wir hier. Gehe mal kurz auf den Tagesverlauf. Ja, Leute, da haben wir es. Der steht jetzt über 30.000 Punkten und das ist etwas und das heißt etwas und das zeigt uns halt auch, dass der Markt die Allzeithochs momentan auch kauft. Ne? Hier das letzte flach konsolidiert und dann boom, oben drüber. Dann möchte ich das Ganze mal kurz, schaut euch mal den britischen Aktienindex an. Der kommt jetzt auch von unten wieder hoch. Der hat ja schön konsolidiert über die Seite. Wir sind im laufenden Aufwärtstrend quasi hier runtergelaufen bis auf den letzten größeren Supportbereich um die Marke von 6.300 Punkten, 6.310. Und seitdem strebt der Markt hoch. Und auch hier, wenn wir uns mal hier das kleinere Bild anschauen wollen, wir haben hier mittlerweile im Kleinen wieder einen schönen Aufwärtstrend. Der ist nicht zu verkennen hier, die Aufwärtsbewegung, dann die ewige Seitwärtskonsolidierung und dann boom, sind wir drüber gegangen. Auch hier sieht es zum Wochenstart sehr positiv aus. Das ist das Thema der Trendumkehr, der Umkehr der Nachfrage sozusagen, nicht der Trendumkehr, der Umkehr der Nachfrage. Und das ist das Bild, was wir jetzt hier auch haben. Und auch da ist der Markt nach oben offen. Nächstes Anlauflevel, was wir hier in diesem Bereich haben, sage ich mal ganz grob, ist hier oben dieser Bereich um die Marke von 6.675. Da wird sich so ein bisschen entscheiden, ob wir tatsächlich die Kaufstärke reinbekommen oder nicht. Und wenn das dann wirklich durch ist, wenn der Markt sich hier entsprechend entscheidet, zur Oberseite reinzulaufen, dann ist der Weg halt frei. Hier noch ein kleines Verkaufslevel bei 6.700 und ein paar in den 90 und dann haben wir schon das hier, das Hoch hier drüben, was wir in diesem Jahr geschrieben hatten. War das dieses Jahr? Aber das war der Januar schon dicker, ne? Jawohl, der 7.1., das wäre dann mal rauszunehmen und dann der Weg nach oben hin weiterhin auch offen. Das ist wirklich sehr, sehr gut zu sehen hier. Das ist positive Dynamik. Das schaut so aus, als wenn der Markt jetzt die Tage zumindest erstmal die positiveren Signale entsprechend auch spielen möchte. Das Ganze hier zu UK. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze nochmal kurz in den US-Märkten an. Da ist Feiertag, aber auch hier sehen wir den bullischen Ausbruch im S&P 500 beispielsweise aus der Flaggenformation hier oben, ne? Die habe ich ja hier eingezeichnet, Seitwärtskonsolidierung, jetzt laufen wir schön nach oben raus, also das auch funktioniert wirklich hervorragend in schöner Manier, den Weg hier nach oben rauf zu traden und das zeigt uns der Markt. Auch der Nasdaq ist sehr, sehr schön stabil nach oben unterwegs, hier Ausbruch auch am Freitag. Klar, USA ist zu, morgen kommen da erst die Händler rein, Trump-Impeachment ist erstmal durch auf diese Art und Weise. Das wird jetzt den Markt nicht mehr so massiv beeinflussen, ob da nun was kommt oder nicht. Ich meine, das hätte jetzt mit den aktuellen Märkten auch überhaupt nichts zu tun gehabt. Aber es ist halt etwas, das wird an den Märkten auch immer mal mitgespielt. Viel wichtiger ist jetzt die Förderung seitens der US-Regierung, wie man mit der Covid-19-Sache umgeht. Und da steht doch einiges im Raume, was die Märkte hier auch durchaus positiv beeinflussen kann. Also auch hier zunächst erstmal zum Montag durchaus positiv Anknüpfung auf das, was wir am Freitag gesehen haben. Morgen werden wir sehen, wo die Big Boys aus den USA die Indizes hinschicken. Und dann gehen wir noch mal kurz nach Australien. Auch hier diesen Markt haben wir ja schon immer mal wieder besprochen. Und auch hier sehen wir das Ganze. Und hier sind wir noch in der komfortablen Situation, die Seitwärtsphase hier oben zu haben. Und auch hier ist es so, kommt der Ausbruch oben über das Zwischenhoch, dann nehmen wir hier den wichtigen Widerstandsbereich raus, um die Marke von 6.940 hier, 30.40 und dann ist der Weg zum Allzeithoch auch frei. Das heißt hier schöne Konsolidierung, da müssen wir sehen, was draußen wird und wenn wir sehen, wie auch dieser Markt sich schön nach oben entwickelt, zeigt das auch mal wieder, dass Potpourri hier an Trading-Möglichkeiten bei Tickmill wirklich sehr, sehr gut nutzbar für die entsprechenden Werte hier. Und jetzt schauen wir nochmal aufs WTI. Und der ein oder andere schreibt hier, verrückt, völlig außer Kontrolle geraten. Aber Leute, es ist, wie es ist. Die Trends sind da und wir sehen halt, dass an den wichtigen Marken tatsächlich hier an dieser Stelle die Bewegung nach oben raumkommt und dass halt an diesen Marken tatsächlich auch die Trades gerissen werden, die hier als Absicherungsorders liegen. Und das zeigt dieses bullische Bild. Ja. Und was wir jetzt hier an dieser Stelle sehen, ist,
der freie Weg oben rein Richtung, was haben wir da oben? 65, 65. Hier ist jetzt charttechnisch nichts mehr da. Klar, wir sind jetzt hier ordentlich auch mit einem Gap nach oben gerutscht. Da kann es immer mal so ein bisschen zum Rücksetzer kommen. Aber der Ausbruch ist hier auch am Freitag gekommen und läuft heute entsprechend auch weiter. Also aus rein charttechnischer Sicht ist der Weg jetzt frei oben hier Richtung 65, 65. Das sozusagen hier an dieser Stelle. Jetzt bekommen wir hier noch die Frage nach dem Anlaufpunkt nach dem Allzeithoch im DAX und den FTSE 100. FTSE 100 habe ich gerade schon durch, ohne dass ich die Frage gesehen hatte. Ich hoffe, das hat soweit gepasst. Wenn nicht, bitte noch mal kurz nachfragen. Und dann gehe ich noch mal eben auf die Frage ein, was ist der nächste Anlaufpunkt nach dem Allzeithoch im DAX? Ich glaube, da bin ich schon ein bisschen drauf eingegangen, aber wir machen es noch mal ganz kurz. Passt auf. Wir sehen jetzt hier zur Handelseröffnung wieder mal das ganz, ganz typische Bild, dass der Markt tatsächlich hier unten raus will und erstmal die Unterseite abgrast. Und wie schon gesagt, das ist da oben immer so ein bisschen heikel in diesen Situationen. Wir sehen es, der DAX verkauft da gerne mal ab. Wir sind jetzt hier in den Handelsverlauf reingelaufen, aber wir lassen uns jetzt mal von diesem Eröffnungsgeplänkel nicht weiter an dieser Stelle sozusagen verwirren, sondern wir schauen einfach mal ganz kurz auf das große Bild. Und das Thema mit den Zielen entsprechend zur Oberseite hin heißt halt an dieser Stelle, wo kann es denn hingehen? Und wenn wir uns da beispielsweise mal kurz zeitnah mit dem Chart der entsprechenden Korrekturtiefe hier auseinandersetzen. Warte, wir gehen mal kurz auf den Tageschart drauf. Also ich sag mal so pauschal, nach der 14.089, wenn der Markt tatsächlich irgendwo in die Lage kommt, dieses Level auch rauszunehmen, von den runden Marken 14.2, 14.3, 14.5, das wäre mal das eine. Das andere ist, wenn wir es charttechnisch ein bisschen machen wollen und sagen, gut, wir sind auf Allzeithoch, wir können da leider nichts bei rausnehmen. Aber was man dann durchaus doch machen kann, ist, wartet mal, ich mache mal kurz ein neues Chartfenster auf vom DAX. Man kann natürlich die Korrekturtiefe von unten nach oben rausnehmen, nur um mal zu sehen, charttechnisch das Ganze zu beleuchten. Und da haben wir halt jetzt hier, wenn wir im DAX mal kurz auf den Tageschart draufklicken, wartet, ich nehme mal kurz die runden Marken hier raus. Die brauchen wir nämlich nicht. So, kurzen Augenblick. So, hätten wir das. Das ist da. Also, wenn man jetzt mal dieses Bild hier nehmen möchte, da hat man ja zwei Möglichkeiten, die korrektiven Phasen entsprechend auch zu beleuchten. Das wäre zum einen mal den letzten kleinen Absatz unten drunter, den wir momentan auch haben. Und wenn man davon ausgeht, dass der bleibt, dann ist das halt entsprechend da. Das heißt also, im Kurzen hier, wenn man mal diesen Korrekturarm nach unten sieht und dann hier die Bewegung oben rauf zum Allzeithoch, dann die Korrektur. Und wenn wir diese Korrektur jetzt einfach mal ausmessen, von oben nach unten und das oben drauf spiegeln, hier, dann ist man irgendwo oben in dem Bereich hier bei 14.550 Zählern. Na, das wäre das eine. Das zweite wäre das längere zu tun, das heißt mal diesen Bereich hier auszumessen. Hier bis unten rein aus der größeren korrektiven Phase. Und da hat man natürlich ganz, ganz andere Kursziele. Ne? Das ist dann logisch. Das ist dann halt die Frage, schafft man es tatsächlich so weit raufzulaufen in einem dynamischen Move oder nicht? Da würden wir dann stehen, rein von der Spiegelung oben um die Marke von 15.000 Punkten. Also, das ist interessant. Würde mich nicht wundern, wenn wir das durch diese Vorausschau auch bekommen. Das heißt, dass der Markt so ein bisschen was vorwegnimmt von dem Thema auch der Erholung. Wir kommen ja mit den Inzidenzwerten momentan sehr, sehr stark auch nach unten hin. Also das schaut alles gut aus. Ich weiß, da gibt es immer noch die Diskussionen um die Mutanten und so weiter und so fort. Aber ich bin einfach auch der Meinung, man weiß eh nichts so genaues. Das ist alles wie immer fahren auf Sicht und der Markt wird sich schon entscheiden. Und kein Mensch hätte den Markt jetzt so stark erwartet, trotz der ganzen Geschichten, die wir hier mit Corona haben. Also mich überrascht hier überhaupt nichts mehr und wenn wir stark die Aufwärtsseite sein, heißt das also jetzt kurzfristig, wenn wir hier direkt drüber gehen sollten und das wäre jetzt wichtig, dass wir direkt oben drüber gehen, dann hier Richtung 14.5 im längeren Kontext dann Richtung 15.000. Ob es der Markt spielt, keine Ahnung. Das ist also wirklich jetzt mal der Blick in die Glaskugel aus charttechnischer Sicht, was wir dazu entsprechend auch haben. So,
Gut, also, was haben wir hier? Auf Facebook sehe ich jetzt nichts weiter. Das heißt, auch auf dieser oder an dieser Stelle sage ich heute wieder Danke fürs Zuschauen an dieser Stelle und bis morgen, wenn es dann wieder heißt, der Blick in die Märkte mit den entsprechenden Handelsideen. In diesem Sinne, danke und ciao, ciao, gute Trades.